Liebe Patientin, lieber Patient, was passiert aber tatsächlich am Tag der Voruntersuchung? Sie kommen zu uns, wir werden zuerst die Anamnese durchführen, das heißt, wir befragen Sie zu Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand, wir befragen Sie über Ihre Gewohnheiten, über Ihre Hobbys, damit wir auch einschätzen können, was ist Ihr Sehbedarf, welche Bereiche sind für Sie insbesondere wichtig. Wir führen die objektiven Messungen durch, wir führen die subjektiven Messungen durch, wir führen alle technischen Messungen durch. Das heißt, das Auge wird komplett digital aufgenommen von Augenvorderabschnitt über die natürliche Linse bis zur Netzhaut. Wenn wir alle diese Daten haben, können wir Sie entsprechend beraten, welche Methode für Sie die beste ist. Falls Sie mehrere Optionen haben werden, dann werden wir gemeinsam die beste für Sie Methode auswählen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Zuletzt werden wir noch die medizinische Aufklärung durchführen. Sie bekommen auch noch zusätzlich das Formular per E-Mail zugeschickt. Sie lesen sich diese Aufklärung genauestens durch und falls Sie Fragen haben sollten, dann schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail und wir rufen Sie zurück oder wir werden ein Zoom-Meeting veranlassen, um alle Ihre Fragen zu beantworten.